Studio wieder am Start bei euch und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute mal ein kleines FAQ, weil ja, ich wurde erst vor ein paar Tagen in meinem Livestream gefragt, ob ich nicht mal wieder ein FAQ raushauen kann und ab damit. Konrad T. fragt, ich habe dir im Soldier Club eine Anfrage geschickt, bitte nimm an. Ich heiße Nexus. Ja, Freunde, diese Frage bekomme ich wirklich ziemlich oft. Auch in meinem Livestream wird sie immer wieder gestellt und geschrieben, dass ihr mir eine Anfrage in Soldier Club gesendet habt für die Crew. Aber ich sage das ja immer wieder, Freunde, ihr müsst meinen ersten Leader für die GTA-Crew, ich habe da einen extra Leader für, und das ist Wolle Rose Kaufen. Ja, der Name ist ein bisschen komisch, wenn du nicht genau weißt, wie man den schreibt, dann guck einfach mal auf meiner Website vorbei, da habt ihr Germelite und den dazugehörigen Clan zu jedem Spiel und da sind diese ganzen Leute eben drauf, wo ihr anschreiben müsst. Und Wolle Rose Kaufen möchte, dass ihr ihn am besten im PSN anschreibt, da habt ihr die meiste Chance. GTA Let's Player 2016. Lass mir bitte ein Abo da. Danke. GTA Let's Player? Schon Erfolg gehabt? Florian GTA 5 fragt, habt ihr eine Freundschaftsanfrage gesendet? Es wäre toll, wenn du sie dir annehmen würdest. PSN, Flo, bla bla bla. Ja, Flo, ich nehme PSN-Freunde nur noch bis 2000er Grenze an. Also das heißt, ich habe 1800 PSN-Freunde jetzt schon und ich nehme nur bis 2000 auf, weil meine ganzen Spiele spacken halt extrem rum, Freunde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich kann zum Beispiel gar kein FIFA richtig zocken, weil meine PSN-Liste einfach nicht lädt. Und ich mache das jetzt bis 2000 und dann, danke an Itomix HD, könnt ihr unten mal in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt, Freunde. Guckt mal auf seinem Kanal vorbei, 2000 Abos schon und er hilft mir extrem in meinen Livestreams, wie ich was besser machen kann. Checkt auf jeden Fall diesen Jungen ab, denn er macht jetzt auch meine PSN-Liste leer, weil er loggt sich bei der PlayStation 3 ein und guckt, wer halt inaktiv ist und den löscht er. Und ich mache dann auch ab 2000 Leuten meine Freundschaftsanfrage aus, also deaktiviere ich, dann könnt ihr mir leider keine Freundschaftsanfrage mehr senden, aber ich muss das mal ein bisschen reduzieren, würde ich sagen. Moritz Nope schreibt, Next Gen Padawan! Auch mal eine nette Abwechslung. Ja, Moritz, da sprichst du ein Thema an, was ich bisher noch nicht beantwortet habe über dieses Next Gen Padawan. Ich wollte ja mitmachen und ich muss sagen, dass Commander Krieger wirklich sehr loyal ist und eigentlich ein korrekter Typ ist. Aber in letzter Zeit zieht er extrem viel Scheiße ab und auch mit diesem Next Game Padawan. Ich war bei ihm auf dem TS, Freunde, hab ihn gefragt, ob es okay ist, dass ich 20.000 Abonnenten habe. Dann sagt er zu mir, nee du, das ist kein Problem, ich muss halt richtig gut abliefern. Dann war in der Bewerbung auch noch extra drin gestanden, dass die Abonnentenzahl nichts bedeuten. Wirklich, dass die Abonnentenzahl egal sind. Also habe ich mir gedacht, ich habe sogar, das war eine Woche vor meinem Release von meinem GTA-Film, der auch noch nicht fertig war, habe ich dieses Trailer-Video gemacht für Commander Krieger, was er dann in seinem Livestream angeguckt hat. Das war irgendwie auch voll verplant, weil es wurde in einem Schimpanse-Livestream. Ich gucke keinen Schimpanse. Wenn ich Next Game Padawan bei Commander Krieger mache, dann muss ich nicht bei Schimpanse im Livestream nachschauen, ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Und da wurde es eben gesagt, dass ich zu viele Abonnenten habe. Hätte dieser gute Junge, Commander Krieger, wirklich nur einmal auf meinem Kanal geguckt, dann hätte er gesehen, dass ich Commander Klicklos bin, Freunde. Ja, ich bin genauso Commander Klicklos wie er selber auch. Und darum finde ich das extrem unfair, dass man auf meine Abonnenten geschaut hat. Denn es sind welche im Game, in diesem Next Game Padawan Projekt, die ja so 3.000, 4.000 Abonnenten haben und auch so viele Aufrufe. Wenn ich ein Video mache, hat das nicht einmal 1.000 Aufrufe. Also bitte, Commander Krieger, das war wirklich eine linke Sache und du warst bis zu diesem Tag wirklich ein sehr korrekter Typ, aber nach diesem, was du da abgezogen hast, mir geht es einfach nicht darum, dass ich nicht dabei bin, dass ich keine Klicks oder so bekomme, weil meine Konkurrenz, die war schon ziemlich, ja, es waren ein paar
gute dabei, aber ich muss auch sagen, dass extrem viele, die wirklich jetzt dabei sind, gar nicht so gut sind. Ich glaube eher, dass es bei dir so war, dass du auf meinen Kanal geguckt hast und gesehen hast, hey, der Junge hat echt Qualität. Was kann ich als Padawan Anwärter, als Chef dir überhaupt noch beibringen, außer Klicks? Aber ja, was soll's, Freunde. Mache ich halt nicht mit. Muss ich mit leben. Das Leben geht weiter. Jo, Freunde, das waren ein paar Fragen zu einem kleinen FAQ. Es ist doch wieder ein bisschen länger geworden, weil ich immer so viel quatsche. Ich hoffe, ich habe ein paar Fragen beantworten können. Und ja, hoffentlich hast du Bock auf ein bisschen mehrere so FAQs. Dann mache ich das öfters. Ist ja nicht so schwer, auf der Handy-App hier die Kommentare vorzulesen. Und ich finde es geil. Schaut auf jeden Fall mal bei Atomix vorbei, oben in der Videobeschreibung und natürlich mein Livestream. Da kommt jetzt auch wieder ein paar Videos und dazu. Ich werde jetzt wieder aktiv, denn ich hatte Urlaub und das ja, wollte ich ein bisschen genießen und ein bisschen livestreamen. Habe fast jeden Tag gelivestreamt mit 7 Stunden maximal, beziehungsweise Minimum. Also das war schon immer heftig. Ich laber mir schon wieder um heißen Brei hier. Wir sehen uns hoffentlich in einem neuen Video wieder. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere und bewerte das Video, wie du möchtest. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bye, Studio. Tschüss.